Hier sind die Heise Online News mit Isabel Grünewald. Datenschützer fordern Medienkompetenzfach in Schulen. Persönliche Daten sind bei Unternehmen heiß begehrt und Regierungen verabschieden Gesetze, damit etwa Fluggastdaten gespeichert und ausgetauscht werden können. Datenschützer sehen daher großen Handlungsbedarf. Der verantwortungsvolle Umgang mit persönlichen Daten muss von klein auf gelernt werden, sagte die Vorsitzende der Datenschutzkonferenz von Bund und Ländern, Barbara Thiel. Im Schulunterricht brauche es dazu deutlich mehr Aufklärung. Frankreich verzögert Atomabbauziel mit Blick auf den Klimaschutz. Die Pariser Regierung will den bisherigen Zeitplan für eine Energiewende, um den Anteil an der Stromproduktion auf 50% zu senken, über Bord werfen. Wenn am Datum 2025 festgehalten würde, würde das zum Nachteil der Klimaziele geschehen, so die Erklärung des Umweltministeriums. Denn dann müsse im Gegenzug die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen angekurbelt werden. Bislang kommen etwa 3/4 der französischen Stromproduktion aus dem Atompark des Landes, der mit 58 Reaktoren der zweitgrößte der Welt ist. Snapchat soll nach schwachen Zahlen auch ältere Nutzer ansprechen. Viele Erwachsene fanden Snapchat schon immer verwirrend. Solange die App immer neue Teenager als Kunden gewann, galt das als cool. Doch jetzt flaut das Wachstum ab. Snapchat braucht händeringend ältere Nutzer. Darum soll nun die Funktionsweise der Snapchat-App geändert und vereinfacht werden. So sollen zum Beispiel die Fotos künftig nicht mehr strikt chronologisch angezeigt werden, sondern per Software nach vermuteter Relevanz für die Nutzer sortiert werden können. Amazon Fresh startet in München. Nach Berlin und Hamburg liefert Amazon nun auch in der bayerischen Hauptstadt Lebensmittel an die Haustür. Ähnlich wie in anderen Städten werden über Fresh zudem Produkte einiger örtlicher Anbieter geliefert. Dazu gehören in München unter anderem der Feinkostspezialist Dallmayr sowie einige Stände vom Viktualienmarkt. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.